Kontakt. Mich schlagen. Denn das ist das Einzige, was du immer wolltest. Na los, du. Komm schon, hau mir eine rein. Dann fühlst du dich. Abstand, bitte. Ah! Oida! Na, du bist mir vielleicht ein Kunde, hey. Ich kann nicht zuschlagen, scheiße. Da muss die Waffe her, ist mir egal. Du suchst jetzt am besten ganz schnell Land. Haut er die tatsächlich um, hey? Ich fass es ja nicht. Und die? Die haut ab. Wahnsinn. Ich find's ein bisschen blöd, dass ich nicht schlagen kann. Also ich habe keine Moves zum Schlagen. Ich muss die Waffe ziehen. Oder habe ich das irgendwie missverstanden, die steuerungstechnisch irgendwie? Keine Ahnung. Da blicke ich nicht ganz durch. CTOS, okay, jetzt will ich aber erstmal hier weitermachen. Oh Mann. Das Geruckle geht mir auf die Eier. Ich sag's euch. Okay. Ich muss wieder rein. Ich hab jetzt hier einen kleinen Abstecher nach draußen gemacht. Weil mich hier dieser Anmachspruch von dem Typ mir, ich würde jetzt nicht sagen beeindruckt hat, aber abgelenkt hat, sag ich mal. So, wie komme ich jetzt hier nochmal hoch? Warum muss ich eigentlich da hinten? Warum bin ich eigentlich runter? Warum bin ich eigentlich runter? Ich rush. Schnell dahin. Ah, da ist eine Treppe. Sehr gut. Dann geht's hier rauf. Links rum. Da vorne. Aber da war ich doch, an einem Scheißding war ich doch. Ich habe doch das Schloss geöffnet. Warum soll ich denn nochmal hier hin? Ich verstehe es nicht. Ist zu, ist klar. Jetzt ist offen. Ah, jetzt. Oh Gott, es geht noch weiter. Ich verstehe, es ist ja ein kleines Hackspielchen. Ich muss hier einen Weg offenbaren. Der Weg muss hier hin. So geht's nämlich dahin und dahin. Und dann so rum. Das ist gut, dann kann ich hier hin. Genau, dass der blau, alles blau ist hier, alles klar. Okay, jetzt raff ich das endlich. So rum. Oh Gott, es ist ein Zeitlimit. Oh shit. Oder? Fuck it. Das nervt mich ja sowas. So, wir sind da. Schwachstelle erkannt, Videolog hacken, um auf die Videodaten zuzugreifen. Da vorne der Hus. Oh cool, die ganzen Serverstrukturen hier. Schön aufgebaut. Ah, hier hacken. Was ist das denn? Drone Cam. Ich versuche gerade zu raffen, was auf dem Video hier abläuft. Sentinel Leak. Drone Cam Helix. Das ist eine Drohnenkamera. Eine fliegende Drohne, die durch die Stadt fliegt. Anscheinend. Und analysiert. Marion Lay. What the fuck, Force? Thank you. Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Mhm. Dann wollen wir weiterschauen, was hier noch so rum... fliegt auf den Servern. So, ist das jetzt das gleiche Video, oder? Randomizer. Du hässliche Schlampe. Du bist ein elendes Miststück. Du hast mein Leben zerstört, du alte Schabracke. Und jetzt schlitz ich dir die Kehle auf und quetsch deinen Kopf ins Gewürzregal. Ja, ja, mein Hase. Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze! Nicht schlecht, hey, John Duff. Wir sehen ein paar Namen, die können wir uns so aufschreiben. Mensch, dann wollen wir den mal besuchen. Wie sieht denn das aus? John Duff hier wird bald seine Frau töten. Da ist noch was. Sehr interessant. Spionage, hey. So, was hat er hier zu bieten?
Oh, ein Spanner. Frantis Tigu. Alles klar. Ein Spannerich. Sagen wir noch irgendwas? Ich will noch mehr. Kann ich hier noch irgendwo? Nee. Andere Kamera? Entriegeln. Ach Mist, nee. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Dann wollen wir mal hier vorne entriegeln. CTOS. Na bitte. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Akt 1. Backstage-Pass. Bezirkszugang freigeschaltet. Erhalten XP, ist klar. So, M. Oh, da kommt was rein. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Okay. Hat sein Gefallen für Jordi. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Unterbrecher. Denn ich will mal schauen, was dieses Rokelage hier zu tun hat. Ob ich das irgendwie beheben kann. Ja, mal schauen. Ich würde sagen, bis dann. Gangverstick. Jesus Maria, Aufträge über Aufträge. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe jetzt mal den Uplay-Client ausgeschaltet. Wer es nicht kennt, das ist Ubisofts Plattform für Spiele, Digitalspiele, um die zu verwalten. Jetzt ist der Multiplayer also quasi ausgeschaltet. Von daher sollte es jetzt vielleicht etwas flüssiger laufen. Denn heute ist genau das 27. Und vermutlich gehen heute jede Menge Spieler online. Und deshalb wird hier wohl ein bisschen die Ruckelage vorkommen. Oh, hallo. Eine Kellnerin. So, genau. Jetzt bin ich hier wieder mitten in der Stadt irgendwo. Wir schauen mal kurz aufs Kärtchen. So, hier wäre unsere Kampagne, die halt gleich weitergeht. Und zwar hat uns der Jordi angerufen. Und gemeint, er will unsere Hilfe haben. Kann er gerne haben. Aber ich würde jetzt erstmal schauen, ob wir hier nicht noch ein paar andere Sachen mal in Angriff nehmen. Nämlich mal so ein paar Nebenmissionen. Denn wir haben die Kampagne jetzt schon ein bisschen verfolgt. Nach der Scheiße heute. Es geht immer nur um ihn. Das ist so ein Arschkriecher. Wenn Sie es sagen, Sie sind genial. Gott, selbst wenn er nicht so verlogen wäre, könnte ich seinen Anblick nicht ertragen. Seine hässliche Riesenrübe und dieser buschige rote Bart. Seine nervtötende Quietschstimme erst. Ich schwöre, wenn er im Haus ist, kann man ihn bis oben nach Edgewater hören. Den Sack. Okay, alles klar. Wieder jede Menge Informationen. Überlebenskünstler. Okay. Ich hack ihn mal, damit ich sein Geld kriege. So, Überlebenskünstler. Jetzt hast du 220 Dollar weniger auf dem Konto. Was ich schade finde, ist diese Spiegelung. Ihr seht hier die Spiegelung im Hintergrund. Ist nicht so, ne? Ist halt nicht, ne? Ich spiegel mich nicht. Keiner spiegelt sich. Es spiegelt sich nur ein Teil der Stadt. Und das ist auch noch nicht mal der echte Teil. Ja, bisschen blöd. Aber mei. Dafür, dass die Grafik so angepriesen wurde, finde ich, das ist doch etwas enttäuschend. So. Ich mache mich jetzt mal auf hier zur Brücke da vorne. Denn dort werde ich mir ein Auto schnapphorn. Oder auch vorher schon. Und dann werden wir mal schauen, was diese blauen Teile hier zu bedeuten haben. Diese blauen Dinger hier. Das hier ist zum Beispiel AR-Handyspiel. Cash One ist ein parkourartiges AR-Handyspiel. Das wollen wir jetzt mal anschauen. Um mal herauszufinden, was es damit auf sich hat.
Ich habe ein paar explosive Infos zu ein paar Aufsichtsratsmitgliedern. Ich werde das in die Bahn lenken, die ich für richtig halte. Es gibt interessierte Leute, die alle nicht ganz sauber sind. Die Sache bringt mich in das Eckbüro, ich sag's dir. Der gute Perez Vincente ist hier ein Epileptiker. Und Gebäudeinspektor. Ein guter Mensch, hoffe ich doch zumindest. Ich werde überwacht. Wir haben so ein Biometriegerät. Das weiß sogar, wann ich pinkeln gehe. Ich muss aufpassen, was ich sage, oder? Das hören die doch sicher auch. Aber hallo. Zumindest ich höre es. Der, was war das jetzt hier für einer? Ein jüdischer irgendwas. Spendet an jüdische Wohlfahrtsorganisation. Bei ihm kann ich Musik klauen. Röntgentechniker. Das mache ich jetzt einfach mal. Musiksong Miss Crumpy von... Scheiße, ging zu schnell. Na gut, jetzt habe ich anscheinend ein neues Lied in der Playlist. Achso, ihr Autoklown ist immer ungängig gesehen. Also direkt auf der Straße zumindest. Was ist mit ihr? Verkehrsberatung angemeldet. Nee. Ich brauche ein Auto. Ich bräuchte ein Auto. Steht hier denn keines rum irgendwo? Gerade nicht. Ich will ungern eins klauen, Mensch. Ich kann natürlich auch... Ja, komm. Das machen wir mal. Dieses auf Abruf da. Mache ich jetzt nochmal schnell. Auto auf Abruf. Nein, ich nehme jetzt mal ein Motorrad. Genau, wie sieht's denn aus? Das nehme ich bitte. Alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Cool. Dann wollen wir mal. Da vorne steht mein Motorrad. Dann werden wir jetzt das erste Mal mit einem Motorrad fahren. Das ist nice. Oh, ist aber ganz schön weit weg. Jetzt muss ich hier einmal quer durch die über die Straße hier. Hoffentlich überfährt mich keiner. Es überfährt mich einer. Dann ist die Kacke am Dampfen hier. Fake. Schöne Graffitis haben wir hier auch zu stehen. Hier ist es ja. Wunderbar. Wuhu. Okay. Nice. Oh, ein Wheelie. Wuhu. Yeah. Oh, Vorsicht. Wuhu. Natürlich sind wir gefährdet. Ach, ich fahre in die falsche Richtung, verdammt. Ich fahre in die falsche Richtung, oder? Wie sehe ich das? Jetzt bin ich hier an der Brücke. Da ist so ein Handyspiel. Dann fahre ich doch hier entlang. Vorsicht! Leider wird dann das auf der Minikarte hin. Ah, schau! Nein, genau, wir schauen erstmal hier ran. Bei diesem blauen Teil, das war nämlich dieser Anbieter von Audio-Geschichten. Lust auf einen digitalen Trip? Was sagst du? Hast du Bock? Oh, was ist mit ihm? Systemschlüssel, verdächtige Dateien auf dem Handy. Ach, ignoriere ich jetzt mal. Wir kümmern uns jetzt mal um diesen Typen, den haben wir ja schon kennengelernt. Der bietet hier irgendwie Geschichten an. Trips. Du denkst gerade, was sind denn digitale Trips, oder? Das ist der Ritt deines Lebens. Eine Audioerfahrung, die dein Gehirn in den Turbo-Modus schaltet und dir an Chicago zeigt, dass du nie für möglich gehalten hättest. Okay, jetzt bin ich doch schon sehr gespannt. Dann fangen wir doch mal links oben an mit Madness. Bist du gut hinterm Steuer? Ein Profi? Das wollen wir erst mal sehen. Versuch dich an Madness und rase über die Höllenstrecken Chicagos. Ich habe ein paar ganz feine Sachen. Kein Problem, ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Von den Beamten wurde niemand ernsthaft verletzt. Okay, Mist, jetzt wollte ich gerade die Nachrichten hier verfolgen, aber da war ich wohl zu langsam. Dann nochmal du. Ja, ja. Oh, warum ist jetzt denn rechts unten? Egal, ich nehm's. Hol dir den Trip deines Lebens. Okay. Madness. Von weißen Dämonen erhalten sie am meisten Energie, gefolgt von den blauen und dann den gelben. Okay. Wuhu. Oh, alles klar. Da wären wir, du und ich, am Ende der Welt. Zwei wilde Bestien. Sag mal, hast du Hunger? Phase 1, enden sie. 10. Oh, die Zeit läuft. Was muss ich denn tun? Ich muss irgendwas... Ah, schau hier. Oh, Eruption. Wow. Ich muss hier... einfach diese Dämonen hier totfahren. Bleib stehen. Nice. Es erinnert mich ein bisschen an Carmageddon, falls das einer kennt. Wuhu! Kommt her, kommt her! Ja, Mann. Fuck it! Die Einzelnen sind gar nicht so leicht zu treffen. Fuck you!
Okay. Also ihr seht hier, ich muss einfach nur diese Typen befahren. Die blauen bringen natürlich mehr Punkte. Ah ja, da vorne. Oh, was war da vorne los? Drehen wir mal um hier. Da geht's auch nicht ab. Ah shit. Der blaue, der blaue, der blaue. Also einzeln zu treffen ist fast unmöglich. Ich muss in eine Gruppe reinfahren. Habe ich noch irgendwelche Special Moves? Nee. Eine Eruption kann ich ja auslösen. Okay. Jawohl. Blau, blau, blau. Fuck it. Ah. Oh. Shit. Komm schon. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Da vorne, da vorne. Der rennt hier weg. Oh, du Penner. Hm? Jawohl. So wird's hier gemacht. Lass mich schneller gehen, Leute. Okay, ernten Sie 11. 10. Ernten. Jetzt läuft das. Super. Oh Gott. Fahren Sie. Okay, ich fahr. Ist er. Blau, blau, blau. Fuck. Rennt der weg. Rennt der weg. So. Ja, Jesus Maria, wie lange geht denn das noch? Es ist zeitabhängig. Also ich gewinne immer wieder Zeit, oder? Nee, wie sehe ich das? 30 Sekunden. Erfolg. Ein bisschen angeben ist okay. Enden Sie 18. Shit. Wow. Sehr gut. Sliden ist, glaube ich, ganz nützlich. Bleibt ihr stehen. So. Ach, komm schon, sliden. Jetzt! Ah. Shit. Komm schon. Ich habe wieder noch 30 Sekunden. Oh, Mann. Nee, ich muss weiterfahren. Bringt alles nichts da vorne. Der Blaue ist wieder hier am Weggehen. Oh Gott, Seelenkraft. Ich kann hier irgendwas machen mit Seelenkraft. Ah, okay. Damit kann ich die Eruption auslösen. Werden sie Cops los? Oh, werden sie die Cops los? Das klingt interessant. Okay, da kommen jede Menge Cops. Sieht gut aus. Komm schon, weiter. Oh, auf der Karte. Man muss auf der Karte schauen, rechts unten. Da sieht man die Cops kommen. Wuh! Aus dem Weg. Eruption, jawollo. Huhu, er brennt. Oh, schnell weiter hier. Oh, wie es hier abgeht. Ist echt krank. Genau das wollte ich sehen. Ja, ja, werden sie die Cops los. Die Zeit läuft halt ab. Jetzt, komm schon. Versuche mal alles mitzunehmen, was hier geht. Das wird schon, das wird schon. Erfolg, hab's geschafft. Uhu. Enden Sie 20. Okay. Oh fuck, nicht ins Wasser fallen. Wie krass hier aber auch aussieht, hey. Ach komm schon, 3 Stück auf einmal. Das wäre mal nice. Okay, fahr ich einfach mal weiter. Uiuiui, die Zeit wird knapp. Eruption. Oh Mann, wo sind keine Gegner? Da sind sie. Okay, sehr schön. Das war gut. Zehnten, fuck it. Ich glaube, das schaffe ich schon nicht mehr. Ich glaube, das schaffe ich schon nicht mehr. Hier. 8 Sekunden noch. Oh shit, nee, schaffe ich nicht. Ich muss noch 4 töten. Ah. Scheiße, 2. Komm schon, Mann, warum so lahmarschig? Fähigkeiten ermöglichen ihnen, mehrere Dämonen gleichzeitig zu töten oder die Wagen der Kontrollfreaks auszuschalten.
Okay. Game Over, Punktezahl, getötete Dämonen 138, maximal Kombo 9, Spielzeit 364, neuer Rekord 119.400. Schreibt euch das auf. Ein ungenutzter Skillpunkt. Okay. Okay, nice. Das war jetzt mal eine schöne Abwechslung. Das sind also diese digitalen Spielchen. Interessant. Okay, jetzt kann ich nochmal. Aber ich glaube, ich lasse es mal. Wow. Ich wusste, dass ich irre bin, aber das, du bist echt krank. Okay. Kann ich das denn irgendwie abbrechen? Ah, hier Neustartfähigkeiten Baum. Aufwachen. Ich schlafe also. Interessant. Sind Sie sicher, dass Sie aufwachen möchten? Ungespeicherter Fortschritt geht verloren. Passt schon. Kein Problem. So, this is madness.